Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 4 und wir begeben uns auf den Weg zu Longinus. Ups. Wollen wir irgendwie hier hinkommen? Direkt nebenan ist auch diese, wie heißt es? Goldener Pfad-Mission. Oh, da catchen zwei Bären gegeneinander, sehr cool. Grüß Gott. Ich wäre bereit. Und der Herr sprach, wen soll ich entsenden? Und du antwortest und sagst, hier bin ich, entsende mich. Deine Hingabe erfreut mich sehr, aber den Herrn erfreut sie noch mehr. Wir haben noch ein verlorenes Schaf. Finde es. Es finden, ihm folgen, die Diamanten holen und zu dir bringen. Mit der Macht aus dem Munde. Von Kindern lässt du den Feind verstummen und wirst ihr Rächer. Welcher Psalm ist das? Das Wort Gottes kommt nicht immer in Form von Psalmen und Versen. Wo bist du hin? Mich würde echt mal interessieren, wie der jetzt hier mit dem Raketenwerfer jagen geht. Okay, wir müssen da hin. Jo. Sehr gut. Gott sei Dank bin ich so ein guter Fahrer. Oh yeah. Aber voll geil in diese kleine, wirklich passende Mulde reingesprungen. Ich hab alles im Griff. Man kann halt leider in der Luft nicht lenken. Ach man. So ein bisschen hoch und runter, dass sich die Karre ein bisschen bewegt. Das funktioniert leider nicht. Oh nein! Bitte! Oh! Was ist da unten? Ja, jetzt hat. Ich hab gedacht, der kommt wieder hier hoch oder so. Ich werde hier hoffentlich genügend Abstand lassen. Und hoffen, dass die mich nicht sehen. Okay, die fahren weiter geradeaus, das heißt, wir können letztendlich mal auch hinterher gehen. Okay, da oben ist eine Hütte. Sieht so aus, als würden die dort anhalten. Ja, steigt da aus. Soll ich den jetzt töten oder was soll ich jetzt machen? Ah ja. Thank you.
Ja, sehr geil. Jo, kletter mal runter, ich komme dir aber entgegen, also. Müsstest du eigentlich nicht runterkommen, aber von mir aus. Kommst du her, kriegst du. Ah, da sind Dicke auch. Come on. So, der Schmuggler versteckt sich hier in der Hütte, ist natürlich sehr cool. Okay, wir müssen hier weiter. Guck hier nochmal kurz, hier steht ein Fass. Weil wenn wir jetzt da runter gehen, werden höchstwahrscheinlich wieder erstmal da unten Typen kommen und dann oben Typen kommen. Wow. Oh ja, tschau. Okay. Grüß dich. So, bevor wir jetzt hier die Blutdiamanten uns unter den Nagel reißen, werden wir noch ein bisschen hier die Kollegen abklamüsern, ein bisschen abgrabbeln. So, hier sind die Diamanten. Hier ist aber noch eine schöne Kiste. Mit einem großen Smaragden. Und dann hier einmal die Diamanten einfahren. Und mal wieder entkommen. Na, was denn sonst? So, schmeiß mir erstmal wieder Granätchen raus. Putz. Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich natürlich hier die Kahn zerstört, mit denen ich eigentlich hätte abhauen können. Naja. Irgendwo müsste ja auch noch mein Fluggerät liegen. Das ist natürlich schnieke, wenn ich das wieder zum Laufen bringen würde. Ja, bloß in die andere Richtung. Ja, das sieht gut aus. Ups. Wollte ich elegant hier aus diesem Baum rausdrehen. Hat aber sehr gut funktioniert, wie man gesehen hat. Sehr, sehr gut hat es funktioniert.
wieder so ein Premium-Übergabeort. Lagune der Tränen. So, hier rein, die Kiste, fertig, aus. Ein hoher Preis, Mission beendet. 90.000, ja, nehme ich gerne an. Die nehme ich doch gerne an. Kistchen, wo bist du denn? Hier bist du. Dosenöffner musst du, kann man immer mal gebrauchen, ne? Können uns hier eigentlich diesen Glockenturm holen, wenn wir jetzt schon mal wieder eine Karre haben. Ups. Ups. Ah, das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Oh. Pagans Zorn. Na, ah, komm, lass stecken. Alter Jungs, ich mache euch gar nichts. Also lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich meine, ich bin cool, ihr könnt cool sein. Wie kann der hier oben Radio hören mit dem Scheißteil? Ja. Ist über dem Berg? Naja. Kann ja sein, ne? Hoffentlich können wir da schön oben landen, dann müssen wir uns nicht hier von unten nach oben durchkämpfen. Und uns dieses Gelaber dieser netten Dame wieder anhören. Als hätten sie alle den Hass meiner Ex-Freundin nun Dani aufgesogen und. Was ist das da unten? Keine Ahnung. Sieht aber nicht besetzt aus. Auf den ersten Blick zumindest. Ja, es sieht gut aus, als könnten wir da irgendwo landen, ne? Ja. Das ist gut. So, machen wir hier schnell das Ding da weg. 14 von 17. Das heißt, drei so hässliche Türmchen müssen wir uns noch unter den Nagel reißen. Ich weiß nicht, was die da machen. Vielleicht beten, keine Ahnung. Hier gibt es ein paar Schweine. Und was gibt's hier noch? Asservatengewölbe? Habe ich das richtig gelesen? Bist du bescheuert? Mal weg, den Scheiß da. Rohrzange. Ja, warum nicht? Ne, definitiv würde ich da nicht den Wingsuit benutzen. Hab ich da eigentlich ein bisschen runter? Um eventuell irgendwo dieses Plakat abmachen zu können. Das sind da zwei. Nicht. Ups. So war das nicht geplant, aber man nimmt, was man kriegen kann. Sind noch keine Typen mehr da oder so, ne? Ja, das finde ich auch schön. Zwei Plakettchen, die man ohne Probleme abreißen kann. Ich glaube, das trage ich mir gleich in den Kalender ein. Hä? Kommt man hier in diese Kackbude denn rein?
Mann. Didum, 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 didum. Grüß dich. Vielen Dank. Das war knapp. Ja, nee. Eigentlich nicht so. Wie komme ich jetzt in diesen verkackten Turm da rein? Ah, oh, I see. Hallo? Hallo? Schweinchen, weißt du, wie ich hier reinkomme? Stell ich mich jetzt gerade so blöd an, oder wie sieht es hier aus? Bist upraged. Also es sieht mir schwer danach aus, als würde es hier irgendwie funktionieren. Ich verstehe aber nicht, warum es sich da jetzt zum Beispiel nicht festhalten kann. Kommt man hier von außen an irgend so einen Haken ran? Ich glaube nicht. Nee, dem sieht definitiv nicht so aus. Ups. Scheiße. Da waren doch noch Typen. Alter. Alter. Oh Gott. Dieser AJ. Nummer 1 ist tot, wo ist Nummer 2? Nummer 2? Das müsste irgendwo da hinten oben gerannt sein, oder? Du hast doch geschossen, du Idiot. Da schießt doch irgendjemand. Okay, ich glaube. Alter. Ich glaube, das hat sich erledigt. Ich frage mich aber immer noch, wie ich hier reinkomme. Ich habe eventuell noch eine Idee. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ach ja, Wingsuit. Bist mein bester Freund. Ah! I see. Ah, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Ich hätte es da noch ewig gesucht wahrscheinlich. Ich will nämlich eigentlich die Kiste haben. Die hier noch so rumsteht. Wenn ich die denn finden kann. Die wahrscheinlich ganz oben, ich habe sie vorhin übersehen. Ne? Wieso kann ich jetzt zum Beispiel diesen Haken hier oben nicht? Na gut, mir auch egal. Und das nicht funktioniert mit dem Haken lösen.
Da hätte man sich die Nagen auch sparen können. So, ich weiß nicht, immer noch nicht, wo die Kiste ist. Egal. Wo sind hier Typen? Ich weiß bloß nicht wo. Aber ist ja dementsprechend auch egal. Ich würde sagen, wir haben hier schön aufgedeckt. Wir haben dann hier noch einen Außenposten, den wir uns holen können. Hier unten haben wir auch noch einen Posten. Den haben wir aber schon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich hier wieder. Wenn du wieder Lust hast, mit dabei zu sein. Bis dahin, ja, wünsche ich dir alles, alles Gute. F1, okay. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Ja, macht es gut, die und ihre Bienen. Lassen wir jetzt mal hier so stehen. Und wir werden sehen, was noch so kommt. So, jetzt sage ich es, glaube ich, zum dritten Mal. Macht es gut. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.